Geht ab, Freunde, Sascha von SkillGamingTV wieder und herzlich willkommen zu einem neuen Squad-Bilder von mir. Und ja, wir wollen nicht lang schnacken und wollen gleich mal beginnen, damit das Video noch nicht allzu lange wird und wir können ja beim Squad-Bilder nicht so viel drum herum reden. Und ja, das Team spielen wir in der 4-2-2-2-Formation, so ist das, glaube ich. Eine Formation, die ich in FIFA 14 eigentlich fast noch nicht gespielt habe. Und ja, wegen dem ZOMs außen, die sind meistens ja nicht so schnell, aber hier sind die schon schnell, da habe ich drauf geachtet. Aber wir beginnen erstmal beim Torwart natürlich, wir fangen hinten an, dann geht's vorne weiter, ja, ja, ihr wisst, wie es geht. Im Tor haben wir von Athletic Madrid Courtois, spricht man ihn, glaube ich, auch so ungefähr. Ein richtig, richtig geiler Torwart, also der ist echt richtig stark, 82 Hechten, 86 Reflexe, 88 Positionsspiel, also Handling und 84 Positionsspiel, 88 Ballsicherheit, sowas, so rum. Ein richtig guter Torwart und der ist einfach, der kostet ja, wie hier sieht, 2200 Münzen nur. Also richtig günstiger, guter Torwart, nur empfehlenswert. Den müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Und damit auf den neuen Chimi kommt, haben wir in der Innenverteidigung Miranda. Wenn ihr ihn unbedingt in Form wollt, Entschuldigung, wenn ihr ihn unbedingt in Form wollt, dann nehmt ihn ruhig, wenn ihr das Geld habt, wie gesagt. Aber wir nehmen erstmal den normalen. Der ist auch ziemlich stark, hat 76 Tempo, 80 Defense und 83 Kopfball. Sind ziemlich gute Werte und kostet auch nur 1100 Münzen, wie man das addiert hier, die beiden zusammen. Kosten insgesamt 3300 Münzen. Rechtsverteidiger ist dann mit einem der besten Rechtsverteidiger auf der Welt, würde ich jetzt mal sagen, nämlich Dani Alves hat auch ein Team auf die Jäger bekommen. Eigentlich hätte Alaba einkriegen müssen, aber das ist auch ziemlich egal jetzt. Dani Alves Team auf die Jäger könnt ihr natürlich auch nehmen, wenn ihr so viel Coins habt, aber naja, das glaube ich eher nicht. Und ja, zu ihm braucht man nicht so viel sagen. Richtig geiler Around-Werte, richtig geiler Rechtsverteidiger. Vielleicht seine Arbeitszeiten hat, glaube ich, Heim. Ja, hoch und ja, das sind nicht so geile Arbeitszeiten. Hat offensiv hoch, die defensive low. Das heißt, dass er sehr viel nach vorne arbeitet, aber nach innen arbeitet nicht so viel. Ihr könnt da. Ne, da gibt's glaube ich. Ne, den müsst ihr dann nehmen, sonst müsst ihr das die ganzen drei Spiele hier umändern. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Carvajal, spricht man glaube ich aus, in Form nehmen wird. Er ist das Spannende, müsst ihr hier Ramos nehmen und hier Diego Lopez oder Casillas. Das können wir natürlich auch machen, aber wir lassen das erstmal so. Der andere ZB, spricht man in Englisch aus, Innenverteidiger, IV, abgekürzt im Deutschen, ist Koscielny Upgrade 83. Ihr könnt natürlich auch in Inform nehmen, wie gesagt, das brauche ich jetzt nicht immer so sagen. Wir nehmen den normalen, außer bei allen Spielern, da nehmen wir auch den Inform. Ja, zu Koscielny braucht man auch nicht so viel sagen. Genauso gute Werte wie Miranda, hohes Tempo, gute Defensivwerte. Linksverteidiger kommt dann ebenfalls von Arsenal und ist nämlich Gibbs, Cleveland Gibbs. Und ja, gutes Tempo, gute Arbeitsraten, gute Defensivwerte, außer vielleicht beim Kopfball. Und ja, die Verteidigung kostet insgesamt 43.000 Münzen, aber nur wegen Dani Alves. Wie viel kostet der? 36.750 auf der PS3-PS4. Und ja, die Innenverteidigung und die Außenverteidiger sind richtig stark und der Torwart natürlich auch. Unser erster ZEM ist nämlich auch einer von Arsenal, weil Koscielny muss ja auf einen neuen Chemie kommen. Und das ist Diaby oder ich eben, das ist jetzt ein Beispiel, Diaby könnt ihr da nehmen, 78 Tempo, also hat ziemlich richtig geile Around-Werte. Also den könnt ihr natürlich auch nehmen, wenn ihr Geld sparen wollt, wenn ihr aber kann, also wenn ihr mehr ausgeben wollt für das Team. Dann würde ich Ramsey Second in Form nehmen. Wir nehmen den jetzt auch einfach mal. Einfach richtig, richtig geile Werte als ZDM. Gute, ja, sein Tempo ist gut für den ZDM. Dein Schuss passen und Dribbling sind seine besten Werte von der, also auf der Karte jedenfalls. Und defensiv ist er auch gut. Kopfball nicht so gut, aber naja. Unser anderer ZDM ist ein richtiger, ein richtiges Beast. OP ist er. Den kann ich auch nur empfehlen. Guarin spricht man so ihn ungefähr aus. Gutes Tempo und genau, also so einen ähnlichen Werten wie Ramsey vielleicht noch. Ja, er hat mehr Kopfball als Ramsey. Also das sind beide ziemlich gute ZDMs. Vielleicht sind sie nicht so defensiv wegen ihren Arbeitsraten, aber das geht schon in Ordnung. Unser erster ZOM, der über die Außen kommt, würde ich jetzt mal so
sagen, ist Coutinho von Liverpool. Und ja, wie gesagt, könnt ihr in Form nehmen, wir nehmen den normal. Damit das Team weniger kostet. Ja, gutes Tempo, richtig gutes Dribbling. Sein Schuss vielleicht nicht so gut, aber sein Passen geht auch noch in Ordnung. Und ja, im Sturm haben wir denn, können sich vielleicht manche schon denken, von Liverpool, Sturridge. Könnt auch Suarez nehmen, ist eure Sache. Aber Sturridge ist, glaube ich, billiger. Ja, muss eigentlich sein. Und dazu ist er genauso gut, meiner Meinung nach, weil er so ein hohes Tempo hat, 90 Pace. Und dazu ist er noch wie groß, 1,84, 83. Und ja, hat auch noch 83 Dribbling, also richtig starker Stürmer. Auch ein UP-Stürmer. Genauso wie der andere Stürmer, den wir gleich zu sehen bekommen. Aber wir machen erstmal zum ZOM. Das ist nämlich Muriel. Und ja, wie gesagt, beide ZOM, die, wie gesagt, über außen kommen, würde ich jetzt mal sagen, haben hohes Tempo. Coutinho 83 Pace, geht in Ordnung. Muriel noch höher, nämlich mit 89 Pace. Schneller als manche RMs oder RFs oder RLs, das ist ja alles das Gleiche. Ja, zu ihm hat er auch noch ein richtig gutes Dribbling, also ist auch ein richtiges Biester. Und vorne natürlich, ja, es gibt natürlich keinen anderen als ihr Pavo da vorne drin. Ja, zu ihm muss ich eigentlich nicht zu viel sagen. Ich glaube, jeder hat ihn schon mal, oder fast jeder hat ihn schon mal im Team. Wenn nicht, dann hatte jeder ihn schon mal als Gegner. Also ist ein richtiges Monster. 93 Tempo, 85 Dribbling, sein Kopf ist auch groß. Wie groß ist der? 1,88, Alter. Uiuiuiui. Also das ist ein ziemliches OP-Team. Ich wollte es nur zeigen. Ich habe es mir jetzt nicht gekauft, weil, ja, ich finde so eine Teams, ich finde das Team eigentlich schon geil, aber es gibt geilere Teams meiner Meinung nach. Aber ich wollte es euch mal vorstellen, weil die beiden Stürmer natürlich OP sind. Ihr könnt natürlich auch irgendwie auf Barclays Premier League umsteigen, damit hier vorne Benteke spielen kann. Dann müsst ihr irgendwie, wie geht das denn? Aber dann müsst ihr ganz andere Formation meiner Meinung nach. Dann könnt ihr LM Hazard nehmen, aber das Team wird dann auch teurer. Also hier, das Team kostet auf der PS3 ca. 120.000 Münzen, Xbox ein bisschen weniger und PC fast das Doppelte. PC ist immer teuer, falls sich jetzt irgendjemand fragt, warum man auf das beim PC das so teuer ist, ist, kostet irgendwie mehr, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, aber es ist halt einfach so. Manager könnt ihr auch nehmen, irgendwo auf der Barclays Premier League oder irgendwie so. Es ist ein Hybrid natürlich wie Barclays Premier League, Serie A, also Kolumbien eher auch gesagt, und Liga BFA. Und ja, wenn euch das Team hat oder gefällt, wie gesagt, würde ich mich über ein Like, Abo und Feedback freuen. Und dann macht es gut, bis zum nächsten Video und ciao.